Hey ho und herzlich willkommen zurück, Leute, zu einer weiteren Folge von Cyberpunk 2077. Wir haben beim letzten Mal unsere Informationen, die wir ja gesammelt haben, als wir als Privatdetektiv, wenn man das so nennen kann, unterwegs war, halt jetzt den neuen Bürgermeister mitgeteilt, denn der alte wurde ja umgebracht und ein Detective Han hat halt diese ganzen Beweise verschwinden lassen und dadurch, naja, konnte man den Mord nicht aufklären. Ja. Danach haben wir noch ein paar Leute irgendwie erledigt, die wir erledigen sollten. Und jetzt bin ich hier gerade dabei, mich mit ein paar Namen zu treffen, denn ihr Anführer Saul ist halt nicht mehr da. Der wurde entführt. Und wir sollen ihn jetzt retten. Ist halt ein bisschen schwierig. Genau. Sehr witzig. So. Ich fahre jetzt einfach mal ein bisschen weiter, denn das ist ein größerer Weg, also um zu Panam zu kommen. Dafür ist übrigens unser Wagen nicht gebaut worden. Für die Art von Strecke hier. Wo führst du mich hin? Ich fahre jetzt einfach mal die Hauptstraße entlang, weil das geht mir ja gerade ein bisschen auf den Sack. Funktioniert in dem Spiel echt tadellos hier. Alles klar. 1,4 Kilometer ist es noch ungefähr entfernt. Soviel ich weiß, müssen wir uns übrigens sehr bedeckt halten. Das heißt also, ich darf nicht laut agieren. Was natürlich schwierig ist. Ich bin eigentlich ein Spieler, der... Naja, kann eigentlich nicht anders. Ich hasse eigentlich das Schleichen, außer bei bestimmten Spielen natürlich. Aber ich finde, Cyberpunk ist dafür überhaupt nicht geeignet. Naja, egal, scheiß drauf. Kann auch sein, dass ich die Folge heute mal nicht ganz so lang mache, weil, naja. Ich bin halt nur genervt von dem Spiel. Und ohne das ganz neue Update 1.2 werde ich sowieso nicht mehr wirklich weiterzocken können. Sind so viele neue Bugs dazugekommen, das geht mir so auf den Sack. So, Panam ist gleich hier. Sieht aus gerade wie eine Bushaltestelle, ne? Ja, ich weiß. Ich will hier nur mal kurz alles wegpacken. Ja, wir sollten aber nochmal alles zusammenfassen, oder? Fassen wir alles nochmal zusammen. Okay, nochmal der Plan. Du schleichst dich still und leise ins Wraith-Lager. Falls es doch laut wird, decke ich dir aus der Distanz den Rücken. Wir sind die ganze Zeit verbunden. Sobald du Saul hast, werfe ich den Motor an und wir hauen von hier ab. Alles klar. Ich bin bereit. Du auch? Ich kenne den perfekten Hinterhalt. Werde dich die ganze Zeit im Auge behalten. Viel Glück. So. Also ich soll da rein, ne, und die Basis infiltrieren und Saul halt... Wait, da ist ein Zug. Ich könnte ja versuchen, mit dem Scharfschützengewehr die auszuschalten. Warte mal, ich habe doch, als wir bei der letzten Folge, glaube ich, dabei waren, um diesen Braindance zu sehen oder was auch immer das war, habe ich, glaube ich, gesehen, dass man hier von der Seite irgendwo rein kann. Hier müsste irgendwo ein Loch in der Mauer sein und da könnten wir rein theoretisch eindringen. Okay, bin auf Position. In deiner Reichweite. Ich danke dir. So, ich nehme jetzt einfach mal die Stelle, die einfach mal nicht so gut überwacht oder bewacht wird.
Und kann ich den jetzt irgendwie... Genau. Ich stelle den einfach mal kalt, also... Dass er halt nicht mehr wirklich viel machen kann. Ich werde die auch nicht wegpacken, weil so weit marschieren tun die übrigens auch nicht. Ich gucke hier nochmal ganz kurz. Ich könnte natürlich den Stromgenerator irgendwie deaktivieren. Okay. Überall, Leute, wie soll ich denn da durch? Okay, das Hauptgebäude ist in deiner Nähe. Dort müssten sie Sol festhalten. Ja, ich müsste die nur irgendwie ablenken. Vergessen. Jetzt kannst du doch richtig knicken. Ey, hier sind zu viele Leute, das schaffe ich nicht. Ich werde jetzt versuchen, anders dort reinzukommen. Der sieht mich nicht. Man sieht da gleich überhaupt keinen mehr. Da komme ich nicht rein. Das ist dein fucking Ernst. Hallo? Ist dafür überhaupt nicht gemacht. Hauptgebäude. Halt die Augen offen. Ja, die wissen jetzt natürlich, dass ich da bin, ne? Erstmal nach Saul Ausschau halten. Ich sollte aber auch erstmal die ganzen Kameras deaktivieren, wenn hier welche sind. Ey, das hat ja gut funktioniert, Alter. Ich sag ja, das Spiel ist überhaupt nicht für so eine Scheiße ausgelegt, Mann. Kein Bock mehr. Also ganz ehrlich, das Spiel hat überhaupt nicht die Möglichkeiten, dass du hier irgendwo durchschleichen kannst. Das funktioniert nicht. Wie hat man sich das vorgestellt?
Oh, die Waffen sind auch so scheiße ungenau. Ja, das seid ihr. Ich verstehe auch nicht, warum sie die Granaten immer wieder auswechseln. Was soll denn eigentlich die Scheiße? Das, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Warum? Mann, heil dich doch mal. Dreimal rausgedrückt und es passiert nichts. Ey, die Waffen sind alle so scheiße, ey. Das macht keinen Sinn. Ich hätte gleich mal hier auf voll was einsetzen sollen. Ich muss mal eigentlich Munition herstellen. Okay. Wie viele sind denn hier noch? Eigentlich nicht mehr so viele. Wo geht's denn hier überhaupt runter? Ein bisschen mehr Kohle wäre auch gut. Meinst du? Okay, warte mal, ich muss hier irgendwie runter. Ey, das Problem ist, ey, du siehst ja auch nicht durch, ne? Es ist echt furchtbar gemacht. Okay. Ja, natürlich werdet ihr platt gemacht, weil ihr nur Stoff habt. Oh, was habe ich da bekommen? Irgendwas Gutes? Ey, wie... Du kannst mitunter so viele Sachen nicht nehmen oder was weiß ich, das ist Kacke. Mach ich alle platt, Mann. Ey, warte mal, aber erstmal muss ich im Inventar gucken. Ich verstehe nicht, warum die Granaten gegen eine Aufklärungsgranate ausgetauscht wurden. Das ergibt keinen Sinn. Gut. Noch überall so eine Sprengfässer. Ey, das ist doch... Oh Gott. Ich
hol dich doch gleich. Okay. Ich glaube, ich habe ihn. Ist er? Tot? Glaub nicht. Gut. Schnapp ihn dir und verschwinde. Okay. So. Hier. Meine scheiß Zigarre dabei. Saul, ich bin mit Panam hier. Panam? Sie ist fort. Nicht auf ewig. Wir holen dich raus. Ich kenne dich. Der Söldner. Ja, das ist richtig. So, kann ich dich jetzt mal mitnehmen, oder? Gefährlich, du bist Spinne, Mann. Die sind jetzt Lachnummern, Mann. Verstehe nicht, warum die so eine schweren Probleme hatten. Brenn, du Sack. Und dann noch einer. So, da ist er. Der Wagen. Schnell, springt hinten rein. Gut, los. Geh. Hallo? Panam, du machst einen Fehler. Schon wieder. Was? Ist das dein Ernst? Diese Teufel wollten unseren Standort wissen. Jetzt ins Lager fahren. Führst du sie direkt dahin? Hast du mal rausgeguckt? Der Sturm verwischt alle unsere Spuren. Der Blutgeruch? Was? Sind noch mehr auf den Fersen? Fuck! Ey, sag nicht, ich muss den ganzen Scheiß jetzt... Er ist einfach gesagt als getan, Mann. Der Sturm, er wird jetzt verschlingt. Wir brauchen einen Unterschlupf. Das schreit verdammt. In der Nähe ist die verlassene Farm. Da bring ich uns hin. Ey, Alter, das kann doch nicht. Mein Kopf. Umbringen. Ey, Leute, wie soll man die treffen, Mann? Ich hasse es an dem Spiel. Kannst du so viel raufballern, wie du willst? Passiert doch eh nichts. Wirf eine Granate, macht er auch nicht. Der kann ich nicht aufholen. Ha! Noch besser nicht. Haha! Wunderschön! Solltet ihr aufhalten? Yeah! Wir haben sie! Lach nicht übel, Kleine. Hätte ich auch nicht besser hingekriegt. Danke.
kenne diesen Ort. Sollte sicher sein. Zumindest fürs Erste. Rein! Schnell! War das jetzt hart, ey. Also nicht, weil es schwer ist, sondern... hat genervt. Ich muss mal durchatmen. So, bevor ich jetzt irgendwas anderes mache, muss ich natürlich im Inventar mal gucken, was wir alles brauchen können und was nicht. Eigentlich ist die besser, ich hätte die trotzdem, die wir jetzt gerade haben. Wie gesagt, ich behalte auch nur eine bestimmte Art von Waffen, weil der Rest ist halt Quatsch. Guckt euch den ganzen Kack an. So. Die wäre auch noch ganz gut, die Nova. Warte mal, die macht 200. Ey, weißt du was? Ich tausche jetzt, glaube ich, mal die eine Waffe aus, die wir haben. Und zwar die hier. Die ist zwar ganz gut... aber die ist so ungenau, das ist Kacke. Kann ich nicht machen. Ah, cool, schön. Ich behalte grundsätzlich immer die bessere Kleidung, weil man die nämlich am besten aufwerten kann. Deswegen verballere ich das hier gerade auch. Alter, wir haben über 51.000. Nice. Da kannst du schon ein bisschen was mit anfangen. Wie wir aussehen, Alter, wie der größte Verbrecher. Ich sehe nichts. Rechtzeitig zum Abendessen. Kein Hunger. Hab schon eine Tonne Sand gefressen. Ich sehe nichts. Sieht aus, als bleiben wir heute Nacht hier. Ein bisschen Strom wäre gut. Hilfst du mir suchen, wie? Ich fange hier drin an. Ey, ich sehe überhaupt nichts. Viel nützliches Zeug. Ingolds mussten schnell fliehen. Das Angebot von Biotechnica war gut. Ja, bestimmt. Verkauft euer Land, oder? Das weißt du nicht. Mann, ich will doch nicht das machen. Alter, das kotzt mich an. Das ist alles viel zu nah. Das ergibt keinen Sinn. Ey, Alter, ich sehe überhaupt nichts. Das ist so scheiße. Kann man auch eine Taschenlampe einschalten oder irgend so eine Scheiße? Meine Fresse, ist das dumm. Ey. Das ist doch nicht euer Scheißernst. Hintergrundfarbe. Ich will verdammt nochmal das Mana erhöhen. Gehört das zur Grafik? Gehört das zu Video? Zu was gehört denn die Scheiße? Ich kann das Mana nicht einstellen. Wollt ihr mich verarschen? Ich krieg hier einen Anfall. Gamma-Korrektur. Nein. Ist doch nicht euer Scheiß Ernst, Alter. Ich sehe trotzdem nichts. Hallo, kannst du jetzt mal irgendwas einschalten? Ey, ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Willst du mich rollen? Was soll ich denn machen? Ey, hier ist überhaupt nichts.
Kannst du jetzt mit mir mal was an... Ich krieg hier einen Anfall. Oh, es ist dumm, Alter. Es ist einfach nur dumm. Sorry, aber... Verdammt. Es wird kalt. Hab versucht, die Heizung anzuwerfen. Ging aber nicht. Kannst du mal checken? Vielleicht schaffst du es ja. Weißt du was? Guck mal nach der Sicherung draußen. Vielleicht wackelt sie. Wenn ja, drück sie einfach wieder rein. Dann schmeiß ich das Ding hier an. Naja. Okay. Ich werde noch gleich ausmachen. Gut. Siehst du, was ich sehe? Mindestens haltbar bis vom letzten Krieg, aber hoffentlich noch kein Gift. Ist wohl unser Glückstag. Glückstag. Interessante Wortwahl. Kommt gleich wieder ein Vortrag? Krieg mich irgendwie auch... hin. Das könnte Stunden dauern. Na gut. Kein Vortrag. Aber wir sollten reden. Der ganze Scheiß mit den Wraiths hätte nicht passieren dürfen. Die wollten alles. Lagerstandort, Routen, Verladepunkte. Wüssten die, in welchem Zustand wir uns befinden? Ein, zwei Überfälle. Und das wär's für uns. Komm, nicht jetzt. Ihr seid beide müde. Vielleicht hast du recht. Wir können die Ruffen nicht allein bezwingen. Also willst du unseren Biotechniker verscherbeln? Sag ihm, dass das eine Scheißidee ist! Ich sehe das wie Panam. Klingt nach einer richtigen Scheißidee. Danke. Was weißt du schon über all das? Erinnerst du dich an die Backers? Vage. Genau. Wurden Teil der Snake Nation und puff, weg waren sie. Die Stärke der alte Kaldos lag immer in ihrer Unabhängigkeit. Gibst du sie auf, endet dein Clan wie meiner. Oder schlimmer. Denn Biotechnica ist nicht die Snake Nation. Danke, V. Besser hätte ich's nicht sagen können. Klar gab's hier unter Streit. Sicher, wie in jeder Familie. Sollten wir nicht wieder auskommen? Finde ich auch. Wenn du wieder zurückkommen willst, würden wir dich mit offenen Armen empfangen. Aber manche Dinge müssen sich auch ändern. Das heißt, kein Vordringen mehr. Geht das wieder los? Weißt du was, Kleine? Später können wir uns immer noch gegenseitig an die Gurgel gehen. Das hoffe ich doch. Aber jetzt würde ich mich echt gern ausruhen. Soll ich helfen? Halt's Maul. Wisst ihr, wie man so einen Sturm in Nordafrika nennt? Habub. Mann, ich liebe dieses Wort. Was war das denn gerade? Auf Habubs. Ja. Auf Habubs. Mann, das Zeug ist echt hart. Und? Findest du es so besser? Nein, nur anders. Daraus könnte man ein nettes Motel machen, oder? Kleiner Kamin, genug Suff. Nur der schlecht gelaunte Typ am Empfang. Haben Sie alles, was Sie brauchen? Es ist alles perfekt. Ah, mir fallen schon die Augen zu. Ja, war ein langer Tag.
Wir sollten richtig schön ausschlafen. Und wie? Danke, dass du gekommen bist. Das bedeutet mir viel. Hörst du das? Nein. Der Wind hat nachgelassen. Weiß nicht, wie das bei Habubs ist. Oh, aber wenn ein Chinook durch die Prärie saust, mache ich immer kein Auge zu. Nicht mal kurz. Im Namen der Mitarbeiter des Independent California Motels wünsche ich Ihnen süße Träume. So, dann kann ich auch gleich ausmachen. Wie sie schnarcht. Geil. Wow. Okay, also hier ist anscheinend keiner mehr. Und ich sollte jetzt hier mal ganz dringend die Folge beenden. Hat mich wirklich gefreut, dass ihr dabei geblieben seid. Das war anstrengend. Aber trotzdem hat mich gefreut. Wir sehen uns hoffentlich bei der nächsten Folge wieder. Bis denn und tschüss.